Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Jule. Here we go again. Here we go again, auf zum Endspurt. Die letzten paar Folgen in dieser Staffel, bevor wir dann umziehen dürfen. In dieser Hitze. In dieser Hitze, ja. Steve gibt alles. Steve ist unser Ventilator. Jule hat da so zwei Augen draufgeklebt. Das sieht ganz knuffig aus. Ey, wenn der noch wackeln würde, würden die Augen immer wie beim Krümelmonster so... Gökscher. Ja. Ich werde Gökscher. Ja, er kann nicht wackeln, aber er kann sich ja drehen. Ja, aber dann, das macht er so smooth, da bewegen sich die Augen nicht. Ja, das stimmt. Also Steve gibt alles. Ja. Läuft irgendwie seit 36 Stunden am Stück. Ja. Das stimmt. So. Wir sind dabei, Motorräder zu bauen. Ja. Ja, das sieht gut aus schon. Das hat was. Ja, doch. Motorrad. Ich hab eine Frosch in die Hals. So. Fertige. Fertige. Sehr schön. Zwei Motorräder. In 5 Minuten sind sie fertig. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Stahl weg. Teile weg. Allgemeinkrempel weg. Haben wir noch ein bisschen Munition, die war vom Händler. Noch 800 Jetons. Schick. Sehr gut. Öl, Schiefer und Benzin. Oh. Oh. Wie viel Benzin hast denn du noch im Inventar? 1000. Okay, hier sind noch 900 drin. Dann nehme ich mir noch die Hälfte. Kannst du komplett nehmen. Dann müssten wir wohl mal in die Wüste fahren. Ach so, wegen dem Motorrad, weil das so viel braucht. Ja. Na, ist ja kein Problem, dann machen wir das halt. Ich weiß nicht mehr, ob noch was im Minibike lag. Ich will mal vorsichtshalber gucken. Schade, dass man das nicht abpumpen kann, Nee, das kann man leider nicht. Ah. Aber jetzt habe ich es repariert, das wollte ich nicht. Yay, nice. Ich nehme schon mal meine. Ich nehme schon mal meine Mod raus. Achso, das Minibike. Ach ja. Dann müssen wir wohl mal eine Wüste suchen gehen, wa? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die Deathbase müssen wir auch noch umbauen bei Gelegenheit. Wie sieht denn das hier so an der Steinfront aus? Wo war Stein? Da ist Stein. Ah ja, das ist doch gut. Können wir eigentlich einen Zementmischer bauen? Nee. Warte. Zement. Nee, ach, 24 von 30. Da fehlen ja nur 6. Was geht auch schnell. Wenn du meinst. Na, 6 Magazine sollten sich doch relativ fix finden lassen. 6 mal Forger Head ist das, ne? Ja, Forger Head. Naja, die werden wir schon kriegen irgendwie. Mal raus. So, in 20 Sekunden kommt das erste Moped. Haben wir hier noch eine leere Kiste? Ah ja, ja, dann nenne ich die jetzt Fahrzeuge. Möp, möp. Und motte mein Minibike dort ein. Obwohl, warte mal, hat das eigentlich eine Farbe, das Ding? Ah, weiß, oder? Ja, ja, aber ich dachte, es wäre vielleicht ein Farbmod drin. Hätte man den rausnehmen können oder so. Ach so, in dem Pocketbike nicht das Süßeste. Nice. Nice, 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 nice. Metallmöbel. Sieht doch schick aus. Was? Metallmöbel? Ja, es ist ein Spind, aber. Hier heißt es halt Metallmöbel. Wie viel Kaffee oder so hast du? Oder allgemein trinken und essen? Was hast du denn wieder alles dabei für Sorten? Ich habe 10 Penner-Eintöpfe, 3 Wildbret-Eintöpfe. Die Wildbret-Eintöpfe gib mir mal mir. Und ein Penner-Eintopf gibt dir so viel Wasser und Essen, du musst nicht auch noch den Wildbret mit einnehmen. Den Slot kannst du dir wirklich sparen. Den hatte ich aber die ganze Zeit hier drin. Ja. Dann mache ich den jetzt hier rein. Dann gib mir Tee oder so. Nein, Kaffee sollst du doch. Wie viel Kaffee hast du denn noch? Ach, ja, das ist die gar nicht weg, die Kaffee. Ja, der reicht doch. Ich habe auch einen Tee getrunken. Wieso trinkst du einen Tee? Hast du auch noch mit? Nein, habe ich nicht mit. Gut. Gut, also die... Für wen kochst du denn den Tee, wenn ich ihn nicht trinken darf? Hä? Vollnatt.
Doch, doch, du kannst ihn ruhig trinken. Aber Kaffee haben wir meistens mitgenommen, weil der effizienter ist wegen der Ausdauerwiederherstellung beim Buddeln. Und wir haben ja noch nicht so viel da reingeskillt. Also. Ja. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr Essen habt, was zum Beispiel wie der Penner-Eintopf ist oder das Wildbret, das hat so gute Werte, ihr müsst nicht zwingend noch einen zweiten Eintopf mitnehmen. Ja. Aber er hat reingepasst. Ich weiß, aber es ist nicht so cool, weil man hat ja nur begrenzte Anzahl an Plätzen, die man schleppen kann. Und wenn man looten geht und vielleicht das eine größere Runde wird, weil man noch irgendwie ein cooles Gebäude entdeckt, das sich einfach so ergibt, dann versucht doch so, euch irgendwie den Inventar voll zu packen, dass ihr schon alles mit habt, was ihr auch braucht, aber von jedem vielleicht nur eine Sorte, auch wie mit Schienen und Gipsverband. Ist vielleicht auch nicht so cool. Nehmt doch nur eine Sorte davon mit. Okay. Danke. Mhm. Ja, na, das könntest du vielleicht auch mal in dein Tutorial so mit einbauen. Ach so. Aber Inventar ist... Oh, das wird lustig. Das wird schwierig. Ich glaube, die Folge gucke ich mir von vorne bis hinten durch an. Mhm. Dankeschön. Das ist ja nicht so deins. Ihr seid aber voll auf Kriegsfuß, ihr zwei. Ach, gar nicht wahr. Oh, doch. Da würden ich mir mach mal 310 Eisenbahnen hier. Und ich glaube, mal hier ein bisschen Kohle rein. 80% der Zuschauer pflichten mir jetzt bei und nicken gerade mit dem Kopf. Ach, Quatsch. Nee, ja, nee, meinst nicht, nee? Nee, glaub ich nicht. Nee, das ist Blödsinn, ja. Das ist Blödsinn. Ist Blödsinn, ja. So. Blei, hier ist noch Blei. Da ist noch Messing. Da ist auch noch Messing. Da auch noch. Da ist kein Lehm mehr drin. Wo war's? Öffnen. So. Denn? Wo wollen Sie hin? Hier liegt ein Motorrad für dich. Danke. Okay. Ja, dann kommt. Das passt gerade so. Ach du Scheiße. Ist natürlich die Frage, wo ist die Wüste, ne? Jetzt weiß ich, warum das ganze Klebeband draufgegangen ist. Für die komischen Federn aus Klebeband mit Washi-Tape festgetackert. Ah, nee. Wieso hast du Löcher in das Schutzblech hinten gebohrt? Weiß ich nicht, was ging. Alter, Scheiße. So, mein Moped ist jetzt dreiviertel voll. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend Ölschiefer. Tja. Where is the desert? Vielleicht im Süden. Also wir haben da auf jeden Fall schon was entdeckt. Ich habe auch was markiert, aber die Karte hat sich so schlecht aufgebaut. Die baut sich immer noch auf. Was ist denn los? Na, ich fahr mal nach Osten und dann gucken wir mal, was da ist. Ich guck mal, was da kommt. Ich fahr einfach mal los. Ach, da sind wir hergekommen, da haben wir vorher gewohnt. Ja, es kann natürlich sein, dass unter dem grünen Biom. Ja, vermute ich sogar. Wüste ist, ne? Das weiß man ja nicht. Sehr riesig. Ups. Ich pass gerade so drauf. Muss ich meine Beine strecken, weil ich so eine kurze, kleine Person bin. Ja, ich habe für dich extra ein kleines Motorrad gebaut. Oh, das ist ja lieb von dir. Ja, weil sonst kommst du ja nicht mit den Füßen am Boden. Naja, ich komme auch so ganz schön knapp auf den Boden. Ach Mann, triff den doch. Ey, weh, du machst mein Moped kaputt. Kollege. So. Also hier im Osten. Da kommt scheinbar wieder grünes Biom hier. Oh, okay. Sehr interessant. Im
Hier steht irgendwo eine Riesenbude. Eine Riesenbude? Irgendein großes Haus. Für Riesen? Ich weiß nicht, was das da ist. Keine Ahnung. Umzäunt. Vielleicht ein Schießstand, vielleicht ein Waffenteil, Waffenladendings oder so. Oder irgendwie einfach so eine Villa. Villa Kunterbunt ist das. Von irgendeinem so Filmstar, der da ganz ja, abgeschieden. Das, ja. Villa Kunterbunt, ne? Ja, Villa Kunterbunt, genau. Kennst du nicht, ne? Nee, ich hab keine Ahnung. Das ist nicht gut. Macht nichts. Jule und die Bildungslücke. Genau, sagt Porky, der die Osenbande noch nie gesehen hat, ein Herz und eine Seele noch nie gesehen hat, Ekel Alfred nicht kennt. Das, was aus dem Westen kommt. Die Serien. Egon hat einen Plan, nicht weiß, was das ist. Und oh. Forrest Gump auch zum ersten Mal gesehen hat, nachdem ich ihn überredet habe. Aber ja, mit Pippi Langstrumpf und Bildungslücke, komm mir ruhig. Ich habe das Ende der Welt gefunden. Sagst du jetzt? Irgendwo muss es ja sein. Ja, irgendwo muss es sein, das stimmt. Okay, dann Süden. Ja, da fahre ich jetzt gerade hin. Ja, fahre ich dann auch. Bin schon auf dem Weg. Ich muss mir bloß noch ein bisschen Sprit besorgen. Der Villa Kunterbunt bis zum Ende der Welt. Mhm. War ja nicht weit weg. Nee, war nicht weit weg. Mhm. Oh, hier ist ja richtig düsteres Wetter. Also ich habe so den Eindruck, dass das Fahrverhalten ein bisschen besser ist als früher. Nicht so schwammig, ne? Ja. Ja. Finde ich auch. Es lenkt sich direkter. Ich habe zwar ein Buch gefunden im Briefkasten, aber es ist leider Tools Digest. Digest. Ja, du musst so Baustellen und so, ne? Arbeitsstationen musst du looten. Zementmischer, Werkbänke, Chemiestationen und so, da sind die sehr oft drin. Ja. Oder halt beim Händler gucken. Also kann auch in einem Briefkasten drin sein, das Buch, aber ist eher sehr, sehr selten. Jetzt habe ich noch 24% Sprit. Ja, muss Autos abbauen. Also ich habe jetzt 70%. Ich halte ja mal an, mache schnell ein Auto kaputt und fahre ein Stückchen weiter. Hier sind aber keine Autos, weil ich bin mitten im Wald unterwegs. Ist bestimmt an einem vorbeigefahren. Schnurstracks nach Süden. Na, dann mach mal. Muss schon. Ansonsten ist es ja leer, muss es tragen. Richtig, ja, ganz genau. Guter Plan. Hättest du ja auch deinen... hast du so viel Benzin eingesammelt, dass du zu mir kommen kannst, dann kannst du es mir auftanken. Nö. Ja, dann eben nicht. Nö. Du könntest, hättest auch dein Pocketbike mitnehmen können. Hättest du unten in die Leiste gepackt, hättest du damit noch ein Stückchen fahren können. Das ist bestimmt weiter aufgetankt gewesen. Das hätte ich allerdings tun können. Das hätte man... Ja. Du bist ja schon da. Dann fahre ich mal in die Richtung. Ich wollte eigentlich auch in Süden. Also es war meine erste Intention, weil ich denke, im Süden ist Wüste. Ja, aber ja, fahr mal ruhig Richtung Südwesten, so die, wo du gerade so unterwegs bist, diese Richtung. Mach ich auch. Und nützt uns ja nichts, wenn wir beide in die gleiche Richtung fahren. Ja. Das hier jetzt die, das Kaff, wo wir gewohnt haben, ne? Ja. Also da kommt Gebirge. Mal gucken, wie steil. Eventuell müsste ich dann drüber springen. Doch, mit dem Motorrad kommt man eigentlich ganz gut über ein Gebirge drüber. Das geht schon. Hm. Muss ein bisschen diagonal fahren oder so. Mhm.
Hey, ich habe 100 Benzin bekommen aus dem ganzen Auto. Wow, und reicht doch. Legst du noch eins und noch eins und dann ist das Autochen voll. Mhm. Ja, wie sonst? Also. Ich habe gerade ein Forger Headbuch gefunden. Yay! Das ist nice. Ich habe mich auch mit Autochens, ganz, ganz vielen Autochens einfach zusammenklamüsert. Was heißt? Ah. Oh, ich hab gerade schon Tal ins Auge geschossen. Okay, das ist auch klar. Na, in die Backe. Also in den Hintern. Nein, ins Gesicht. Das ist die Wange. Das ist die Backe. Okay. Crisp auf der Backe. Ja. Ich möchte halt dir nicht widersprechen. Ja, ja, so. Ich möchte dir nicht widersprechen, du hast recht. Ey, ein 1er Holzknüppel. Wow. Geil, geil. Episch. Wow, ich bin von 17 auf 22% hoch, nachdem ich jetzt zwei Autos abgebaut habe. Ja. Stand hier nicht auch so ein Zementmixer rum hier bei dem Ding? Mal gucken hier. Wenigstens ist hier auch noch ein bisschen Benzin drin hier und so. Und zu. Moin. Das ist ja schon Nachmittag. Okay. 17 Uhr. Okay, das ist eher so früher Abend. Vielleicht sollte ich mir noch da. Hier ist eine Mine. Eine Mine. Da hinten habe ich Berge gesehen. Es lichtet sich etwas der Wald, aber das hat natürlich nichts zu sagen, ne? Nee, das hat nicht viel zu sagen. Ich habe auf jeden Fall eine coole Brücke da hinten. Cool. Ja, die Krankenschwester fährt einen blauen Pickup. Interessant. Ja. Wieso nicht? Ist eine schöne Farbe. Passt zu ihrem Hemd. Siehst du? Oh. Blaues Blut oder was? Nee, aber sie hat auch so ein blaues Dingsbumsteil da an. Ach so, Hemdchen. Jetzt liegt sie hinten auf der Britsche. Neben ihrem Unterschenkel. Okay. Denn jetzt? Ich weiß nicht, ob da hinten auch verbranntes, zerstörtes Gebiet kommt. Armored up. Also der nicht auch immer hier noch irgendwie einen Zementmischer stehen? Ah, 97% vollgetankt. Let's go! Oh, da liegt ein Schwein drin. Im Zementmischer? Nee, hier in dem Hof hier. Ach so. So, dann nehmen wir mal Porky auseinander und hier den komischen Hund. Wuff, wuff. Wuffi, ja, genau. Ein schwarzer, ein Schoko-Wuffi, eigentlich genau dein Ding. Schwarz ist doch nicht Schoko. Ja, ist Schoko. Wenn man das Ende der Welt erreicht, ist hier immer noch so, dass man dann so direkt Schaden kriegt und radioaktiv, ne? So. Wie früher. Nö. War das nicht sonst so? Ja, das war mal früher so, aber also ich habe keinen Schaden gekriegt. Hier ist ein Fluss. Ein breiter Fluss. Da hinten könnte. Ne, das ist Meer.
Links sehe ich das Meer. Kannst ja einen See stechen. Schwierig, kann noch kein Boot bauen. Ja, also das fehlt noch in dem Spiel, ja. Obwohl da noch nicht, also ich kann noch ganz weit nach Westen. Jetzt nochmal? Sorry, ich habe gerade auf der Map geguckt. Was? Was hast du gesagt? Ich kann auch kein Boot bauen. Hast du gesagt? Ja, das fehlt in dem Spiel hier, so, dass das man fehlt, ein Boot ja. bauen kann. Ja. Das wäre nämlich cool. Irgendwie schon. Das ginge. Aber dann müsste es auch Angeln geben. Angeln wäre auch sowas, was eigentlich in jedem Survival-Spiel reingehört. Ja, weil es auch normal ist. Das ist aber das Erste, was du machen würdest, ey, in der Apokalypse. Versuchen, irgendwoher Essen zu kriegen. Was liegt denn näher, als angeln zu gehen? Ja, ist so. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, kann natürlich gut sein, dass du durch Zufall einen Jagdschein hast und schon 200 Rehe geschossen hast in deinem Leben. Mhm. Kann ja sein. Wenn ich in Kanada da schon leben würde oder so, ja. Ja, wäre das vielleicht sogar typisch, aber ich weiß, ich. Aber selbst wenn jetzt einer kommt so mit, naja, das Wasser ist vergiftet und so, ich meine, wir nutzen es ja auch und kochen es ab und trinken es. Ja. Dürfte ich das ja auch nicht. Ist ja hier wie bei den Ludolfs hier. So auf dem Schrottplatz. Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Manni erwischt hier. Oha. Hallo Hund. Mopo. Ja, eine beeindruckende KI. Die Schlange kriecht hier unterm Zaun durch, ey. Das zerstörtes oh. Gebiet. Auch gut. Zerstörtes Gebiet. Oh. Zerstörtes Gebiet. Er hat mir seine Foto gereicht. Doch verbrannt? Hier gibt's auch kein Teil hier. Verdottet. Okay. Also man müsste noch richtig weit Richtung Westen. Aber ich weiß nicht, ob ich hinterm also ist das verbrannt? Nee, es ist verbranntes Gebiet. Ob ich da was finde mit Wüste? Ich würde jetzt mal weiter nach Süden fahren. Bin jetzt ziemlich weit nach Westen gefahren. Ich dachte, der hätte hier wenigstens mal einen Zementmischer auf seinem Schrottplatz stehen. Ich hoffe jetzt, dass da nicht unbedingt ein See ist. Oder ein Abgrund kommt. Cool. Na, hier ist viel verbranntes Gebiet wieder. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. Scheint doch recht groß zu sein. So. Schön ist, durch das verbrannte Gebiet kann man ja ziemlich weit durchgucken. Ja, das stimmt. Ah, und hier ist zerstörtes Gebiet. Alles klar. Du hast Herausforderung bestanden, bla bla bla. So, dann kann ich mir gleich mal die Punkte abholen. Genau. Ja, und hier ist ein breiter Fluss. Ach, das ist. Oh, das ist ja auch cool. Links ist ein Fluss und rechts ist der Fluss. Das ist ja nice. Okay. So voll die Halbinsel hier so. Also, ja. Schon schick aus. Ja, ist wirklich cool. Also hier könnte man auch mal bauen. Ist aber grünes Gebiet halt, ne? Ah, wir müssen leider schwimmen. Oh, bitte einpacken. Oh.
verschwimmen. Du bist da. Das Schwimmen so viel Ausdauer frisst, ist ja übel. Nur wenn ich im Wasser stehen bleibe, selbst dann, ist nicht genug Ausdauer. Ja. Geht die Ausdauer runter. Interessant. Du kannst nicht atmen. Alter, geh nach oben! Oh, hier ist so ein Hintergärtchen. Da sind überall tote Kartoffelpflanzen. Ich gehe immer wieder unter und muss versuchen, nach oben zu sprinten. Hey, das hatte ich noch nie. Wie doof ist das denn? Habt ihr das auch mal gehabt hier auf YouTube, die gerade zuschauen? Man kann nicht mehr schwimmen, durchschwimmen. Wenn meine Ausdauer nicht reicht. Ja, das ist irgendwie, ich habe das auch schon mal bemerkt. Das ist irgendwie ganz komisch, das Schwimmverhalten. Du gehst immer wieder unter und dann musst du dich hochkämpfen und dann gehst du wieder unter. Uff. Alter Scheiche. Da musst du mal einen Punkt in Seepferdchen investieren. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hier ist eine große, dicke Straße. Aber das ist, genau, das ist zerstört, das ist das verbranntes Gebiet. Sprit ist bei 94%, das ist gut. Dann fahren wir mal querfeld ein. Ah, ich sehe schon wieder durch die Baumwipfel. Verbranntes Gebiet. Echt? Das hier sind aber wirklich die Ludolfs hier. Wo ich jetzt bin. Das ist zerstört. Zerstörtes Huch. Da ist doch auch eine Straße, oder? Immer wieder zerstörtes Gebiet hier, wo ich gerade bin. Ich fahre so am Rand von dem lang. Ja. Also wenn ich noch mehr Vehicle Adventures finde, dann bauen wir in dem kurzen Let's Play hier Tragschrauber. Vier, fünf Folgen noch einen Tragschrauber. So, wo ist auch Dings Farm. Ja, ich finde die ganze Zeit Vehicle Adventures. Müssten wir... Oh, da ist eine Riesenstadt im zerstörten Gebiet, sehe ich gerade. Aber ich fahre nur so... Warte mal. Ich hab noch einen Punkt. Altstoffsammlung. Ich glaube, ich setze... Wann kommt denn hier? Level 2. Dann mache ich mal hier... Wahrnehmung Level 2. Dann kann ich noch einen in Altstoffsammlung setzen. Dann kriege ich auch ein bisschen mehr Sprit. So, jetzt bin ich auf 44%. Muss jetzt mal reichen für den Anfang. So, du bist wo? Du bist... Am Arsch der Welt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss umdrehen, hier ist nur zerstörtes Gebiet. Ich muss nach Norden wieder. Wieso sehe ich dich denn nur da? Südwest, West. Sehr weit weg. Versuch mal hier übers Gebirge jetzt. Da bist du. Okay. Dann fahre ich mal von hier aus einfach schnurstracks nach Süden. Ja. Ach du. Ah, das wird jetzt lustig. Wenn mein Motorrad explodiert, ich bin unschuldig. Fährst es wieder kaputt, ja. Ich versuche jetzt einfach mal... Oh Gott. Ich habe es auf eine etwas spitzere Anhöhe so aufgestellt, dass das Vorder- und das Hinterrad gerade gekippelt hat. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Was für ein cooler Weg hier. Das muss man auch können. Weg da! Und die fliegen leider nicht mehr. Auch wenn man Full Speed hat.
Man bremst dann so ein bisschen ab. Ach du Scheiße, hört der Weg jetzt hier auf. Er hört auf. Scheiße. Ja, du musst wenn dann Straßen fahren, ne? Aber ja, das war eine Straße. Also naja, sowas ähnliches wie eine Straße. Bin aber schon ziemlich hoch, also. Warte mal. Versuch mal auf den Hügel da zu kommen. Heißt? Ich bin gerade mitten auf der Straße gegen eine unsichtbare Barriere gefahren, zurückgeschleudert worden und jetzt kann ich ganz normal weiterfahren. Ganz komisch. Okay. Ich fahre mal hier auf den Hügel hoch. Dann habe ich wahrscheinlich eine ganz gute Aussicht. Ich gehe auch gerade auf einen Berg hoch, der sehr hoch ist. Notfalls Frames. Na, das wären schon viele Frames, die du hier brauchst, um auf diesen Hügel hier zu kommen. Nee, wenn ich oben auf dem Hügel bin, Frames noch, meine ich. So, was ist denn das hier für ein Teil? Information Center. Ist ja geil, für die Touristen hier, die Touristeninformation. Wie kommen wir denn zur Touristeninformation? Sie müssen nur die 5 Kilometer dort vorne auf den Berg hochwandern. Danke. Ist das da hinten echt der Mond? Der ist ja riesig. Ey, ich bin hier gerade einen Berg hochgefahren. Das war wie beim Schloss Neuschwanstein. Ich komme hier gar nicht hoch. Ich stürze jetzt gleich ab. So, wie Sie sehen, es wird gerade dunkel. Das ist ja herrlich. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich hier runterkommen soll. Aber egal. Also die Aussicht ist schon geil. Ja, voll. Kann man echt nicht anders sagen. Ich glaube, das ist so steil, da kann man gar nicht hoch. Hui. Da muss man ja glatt einen Screenshot von machen, von der Aussicht hier. Wie schick hier mit dem Himmel. Das ist doof. Aber ich komme. Ich sehe blöderweise auch kein. Kein Wüstenbiom, das kannst du jetzt halt auch nicht mehr erkennen, weil es gerade dunkel wird. Na, ich stürze immer wieder ab. Oh oh, oh oh. Es ist so steil, ich komme da gar nicht hoch. Ich vermute, es ist hier unten. Eine richtig gerade Wand, ey, wo bin ich denn gerade? Das geht auch noch richtig weit runter, wo bist du? Da. Wo müssen hier zu? Jetzt bin ich schon mal hier oben an der Touristeninfo und das ist hier zu. Geh weg. Hier kletter ich lang. Hau ab. Ich sehe leider hier auch nichts. Und ich gucke ja auch gerade in die falsche Richtung. Ne? Wir müssen nach Süden gucken. Ey, du Tante, hau ab! Mann. Ah. Nach Süden. Also hier sind die Touristen sind hier nicht wirklich willkommen. Das ist eine sehr merkwürdige. Nicht am Land. Sehr merkwürdiges Ding, das hier. Ich kann leider nicht so weit gucken. Von wegen touristenfreundlich, ey. Also ich sehe da was, aber ich könnte jetzt nicht sagen. Ich sehe auf jeden Fall eine Riesenstadt. Okay. Ich versuche mal runterzukommen, ohne mir die Beine zu brechen. Das ist meistens eine gute Idee. Ja, ne? Und glaube ich. Wo ist denn jetzt der Zombie hin? Den Luft aufgelöst. Ne, ich höre ihn noch, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Ach so? Ne? Vielleicht die Textur geglitscht, so wie vorhin bei mir. Der lag der, also der war in das Regal Ach, geglitscht. Naja, er ist falsch abgebogen. Er wollte eigentlich hier. Er wollte eigentlich zu mir, aber er hat sich gedacht, er biegt links ab und schlägt deswegen gegen den Zaun. Ach so. Ja. Ja.
Na gut. Dann fahre ich hier nochmal runter. Wo können wir jetzt hier? Richtung Südosten. Das könnte natürlich eine Stadt im zerstörten Gebiet sein. Naja, da ist immer eine Stadt. Das geht uns ja nicht um die Stadt, es geht uns um den Ölschiefer. Ja, I know. Ich weiß doch gerade nicht, welches Biom ich gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall eine riesen Stadt gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Biom, weil zu weit weg. Es könnte Wüste sein. Ich habe bloß halt gesehen, dass es so anordnungstechnisch eine gigantische Stadt war. I don't know. Oh, Käse. Ja. Oh, Käse. Ja. Das ist ja gut, ich sage ja schon nichts mehr. So, was ist hier? Hier ist auch eine Stadt. Ja. Seven Hour Park. Und eine Riesenstraße, das ist schon mal gut. Da kommen nämlich Autos. Vehicle Adventure. Tragschrauber, glaubst du mir. Bevor wir den Zementmischer haben, haben wir einen Tragschrauber. Ja, ist gut möglich. Wird so sein. Hier schon wieder Vitamine. Okay. Ich hab keine bei. Lol. Ich habe keine Vitamine dabei. Ich eigentlich müsste es für die Vitamine auch noch eine Alternative geben. Ah ja, das wäre cool. Ich meine, wenn für Antibiotika gibt es ja einen Honig. Für die Vitamine könnte es ja irgendwie mal, keine Ahnung, ein paar Äpfel oder Bananen geben, die man irgendwo finden kann im Blut. Sind ja schließlich auch Vitamine. Ja, vor allem, du hast also die natürlichen Antibiotika oder so, ne? Die grünen, die lilan und Honig. Gibt es nämlich ja, irgendwie drei? Warte mal. Es gibt drei Antibiotika. Die natürlichen, das sind die lilaren, die sehen aus wie so eine Pille mit zwei Blättern. Genau, dann die blau-weißen und Honig. Und drei verschiedene. Aber Vitamine gibt es ja. Es gibt in ganz Amerika gibt's nicht eine einzige Frucht. Nee, kenne die gar nicht. Gibt keinen Apfel oder Bananen. Da wachsen auch keine Avocados oder sowas in Kalifornien oder Orangen. Das ist alles nur durch Fernsehen und so. Das ist völlig untypisch für das Land. Ananas und Südfrüchte, sowas wie Mangos und so. Das kommt alles auf Afrika. Hm? Achso, halt. Nein, Mann. Ach ja. Verstehe es auch nicht. Ja. So, jetzt könnte aber mal langsam irgendwie eine Wüste irgendwo mal aufploppen. Du bist ja auch im Osten. Aber mal weiter Richtung Südosten. Sind auf jeden Fall mehrere Straßen, große, breite Straßen hier. Ich gerade einfach überquere. Okay. Noch eine. Das ist so ein Checkpoint, aber so ein kleinerer. Mit sowas wie McDonald's dran. Das ist nochmal. Also, hier sind sehr, sehr viele Verbindungsstraßen hier. Okay. Also mit der Beleuchtung, das stimmt aber auch nicht ganz. Die Beleuchtung vom Motorrad, die siehst du nur, wenn du dich hindrehst. Dann geht die plötzlich an. Das Bewegungsmelderlicht. Ja, aber wirklich. Achso, das ist so ein Elektro-Ding, das hier. Okay. Na, wird langsam schwierig hier. Der Wüste kann er wohl nicht sein, ne? Da kommt wieder ein Gebirge. Sehe ich auch schon eine Straße hochlaufen. Ist schon wieder so ein komisches Teil. Jetzt fahre ich hier mal hingucken, was das hier ist.
ob das wirklich so eine Villa ist oder ob das irgendwie ein Schießstand ist. Tank mal gerade auf. Wie voll sind wir denn jetzt? 31. Ja, die führen ja alle so in die Richtung, die Straßen zu dir. Ist irgendwie so ein Wochenendansehen hier. Gibt es auf jeden Fall mal schon mal einen Swimmingpool. Erstmal eine Runde schwimmen gehen hier. Vielleicht ist das so ein Riesen. Ja, weiß ich nicht. Ferienhaus? Ja, ich bin hier gerade mit Arlene dran. Die wollte auch schwimmen. Aber von ich war vorher am Pool. Vor den Superreichen so ein Ding? Ja, genau, genau, genau. Das ist hier so mit so Außenveranda, schön mit Barbecue, Grill und überdacht und hast du nicht gesehen. Stufe 3, POI. Die liegen überall Tote drin. Hm. Na gut, ist ja Apokalypse. Die können ja nicht mehr leben. Ist ja merkwürdig hier. Chemie-Dingsbums. Aber hier ist komischerweise kein Zombie drin bisher. Bricht man bestimmt gleich irgendwo durch die Decke und dann war das. Hm. Stehen sie alle vor einem. Mr. Action! Ach, hier geht's in den Keller. Ist nochmal eine Brücke? Nee, das ist eine Stadt. Na, dann kämpfen wir uns mal schnell hier durch. Da, das haut dich glatt aus den Socken hier, Kollege, wa? Wow, die Brücke sieht cool aus. Eine... Achso, dann ist der von eben. Ich bin bei dir in der Nähe. Müsste, glaube ich, weiter Richtung Südwesten. Hier, wo ich gerade bin, eine Riesenstadt. Mit allen Drum und Dran. Aber grünes Biom. Aha. NDC. Das sieht ja spannend aus, hat hier. Ist ja geil gemacht. Hier geht bestimmt gleich richtig die Luzi ab. Ein Glück, dass ich nicht mal eine Schusswaffe mit hab. Ja, gut. Da geht's irgendwo rein. Hier scheint alles voller Soldaten zu sein oder so. Weiß ich nicht genau. Naja. Da hinten kann auch keine Wüste sein. Hier ist doch überall schon wieder bergig. War jetzt nochmal weiter nach Süden. Überall Militärtruhen hier. Baseballschläger Stufe 2 kann ich jetzt. US Fire Post. Ah, ein Zementmischer. Siehst du mal. Forger Headbuch für Jule. Gezählt. Ja, zu dir selber. Ja. Es hört hier auch auf und hier sind wieder Berge. Ach mal, wo ist denn die Kackwüste hinten? Ich sehe, oben in der Ferne sehe ich immer bloß Bergwipfel hier. Das haut er dann nicht hin. Gibt keine Wüste mehr. Wow, das war knapp. Ja, die Straße endet hier an dem Haus. Oh, fehlt dir ein Bein? So was Doofes aber auch. Da ist die Karte gleich zu Ende. Ding schon mal drin? Ich bin jetzt im ganz im. Okay. Ich bin jetzt so weit im Südosten, dass die Karte gleich zu Ende ist. Ich fahre mal weiter nach Westen. Also hier ist alles nur grün. Mach das.
Vielleicht ist es so ein ganz, ganz kleiner Streifen. Wir sind jedes Mal dran vorbeigefahren. Wahrscheinlich. Es ist so minimal, dass wir genau immer drum herum zwirbeln, weißt du so. Oh, das war eine Schlange. Ups. Entschuldigung, ich habe die nie gesehen. Im Gras bist du halt auch zu klein. Ein bisschen Sprit mitnehmen. Knochenmesser. Ach du Scheiße. Also ich war in dem Ding hier schon mal drin, aber es ist Ewigkeiten her. Damals 95. 97. 97. 97 war ich hier mal drin. Naja. Für eine einwöchige Weiterbildung. Zweitägig. Guck mal, Säure gefunden, einen Messbecher gefunden. Schmelztiegel, geil. Schmelztiegel. Ein Schmelztiegel, ja. Ja, das wäre geil. Stimme ich dir zu. Ja, dann könnten wir mehr Stahl machen. Überhaupt mal Stahl. Ich auch. Und das ist die Stadt, da war ich gerade. Geh weiter nach Westen. Da sind noch meine Vitamine, siehst du mal. Kann ich denn hier noch wegschmeißen? Stoff schmeiße ich mal weg. Ein Fett. Die Rohre schmeiße ich weg. Knochen schmeiße ich weg. Das lese ich. Ja, viele Vorräte hier. Ah. Oh, ein Wobbelbobbel. Das ist nicht gut. Ich geh mal hier raus. Nee, das ist nicht gut. Noch ein Wobbelbobbel. Was? Das ist langsam schwierig. Oh ja. Okay, hab's gut überstanden. Er glitscht hier rum. Er wobbelt halt noch ein bisschen. Ich überlege gerade, ob er Schuhgröße 52 oder 54 hat. Beides. Für unterschiedliche Schuhe. Noch? Und wer Tool Stitches. Einmal Tool Stitches für Jule. Also hier kommen schon wieder Berge. Ist doch gar nicht. So, dann machen wir das Ding hier noch auf. Und dann, aber mit leichter Überlänge, sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt, würde ich mal sagen. Mhm. Ich dachte ja, wir finden mal noch die Wüste in der Folge hier, aber... Mhm. Naja gut, wenn ich mich natürlich hier in so ein POI reinbegebe, wird das mit der Wüste schwierig. Journey's End ist auch riesig, ey. Wow. Ja, ja. Noch so ein Journey's End. Ja. Dann war das eine gar nicht der Journey's End, weil das andere war ja der Journey's End. Ja, echt mal. Scrapping for fun. Ach Gott. Schurkenhandschuhe, Schlösserknackgeschwindigkeit. Aha. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch irgendwie... hier sieben mal Stoff. Viermal Schießpulver, viermal Leder schmeiße ich mal weg. Habe ich dann noch so einen Schalldämpfer? Was mache ich denn dafür weg? 15 Gammelfleisch. So, jetzt gehe ich hier wieder raus. Kommen wir hier raus irgendwie? Das sieht gut aus. Ich glaube auch, unsere Waschmaschine ist gerade fertig mit Umdrehen. Sehr schön. Ist auch zu warm geworden. Ja. Jetzt muss ich mich hier rausbuddeln. Na gut. Ich weiß nicht, ob die Straße noch weiter Richtung Westen führt. Ich werde jetzt hier wieder querfeld einfahren. Aber interessant. Okay, das heißt, bei diesem POI... Bei diesem POI hier... Einfach hier von dem Punkt aus hier... 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ach so. Nochmal so ein Städtchen entdeckt, wie wir zu Beginn hatten. So. Kundenhändler. Ich geh mal rein. Okay. Direkt. So. Beats. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah ja, also 13 Blöcke von dem Pfosten und dann 14 Blöcke rüber. Da buddelst du, dann bist du genau an der Klappe. Kannst du dich runter direkt zum Hauptloot begeben. Bei dem Ding hier. Na, hier bei der komischen... Ja, ja, alles gut, ja, ja. Bei dem Edelanwesen hier. So, jetzt gucke ich, dass ich hier noch zu meinem Moped komme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis dahin sollte auch der Nebel vorbei sein, denke ich mal. Eden. Nö. Nö, nö. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. Tschüss.